Jungs, bitte! Jetzt gibt's aufs Maul. Nein, jetzt gibt's nicht aufs Maul. Du lickst. Das ist, was passiert. Das sind keine nervösen Zuckungen, was ich hier habe. Ich versuche nur gerade ein bisschen mit der Musik mitzugehen, weil die Musik echt verdammt gut ist. Ich kann es nur nicht so gut rüberbringen, wie sehr ich mit der Musik mitgehe, weil ich das Körperbewegungsschema eines Faultiers im Winter auf einem morschen Baum mit einer Pille LSD-Intus habe. So ungefähr lässt sich das beschreiben und dann kann man sich ziemlich einfach vorstellen, wie es aussieht, wenn ich versuche zu tanzen. Okay, das sind genug merkwürdige Analogien. Fangen wir an. Was habe ich gerade gesagt? Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu The Escapist. Ein Spiel, was in letzter Zeit extrem oft in den Kommentaren vorgeschlagen wurde. Aber ich habe das immer sehr weit hinten auf die To-Do-Liste gesetzt, weil ich mir dachte, da kann ich wirklich so viel dahinter stecken, so cool kann das Spiel nicht sein. Und dann war es vor kurzem im Steam-Sale und dann habe ich mir das Ganze mal ein bisschen genauer angeguckt und oh mein Gott, lass dich nicht verwirren und lass dich nicht täuschen, wer das Spiel nicht kennt. Das ist überraschend deep für seine süße 8-Bit-Pixel-Optik. Und zwar geht es darum, dass man aus einem Gefängnis ausbrechen muss, gleichzeitig sich aber an die Routinen halten muss, um keine Probleme zu bekommen. Man kann Gefängnisjobs machen, man kann sich mit Leuten anfreunden, man muss dann Sachen craften, um aus dem Gefängnis abzuhauen. Das Ganze ist wirklich überraschend deep und deswegen spielen wir heute The Escapists und brechen wahrscheinlich nicht heute aus dem Knast aus. Das dauert nämlich, soweit ich weiß, ziemlich lange. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich habe das Tutorial gespielt und ich kenne die Grundmechaniken, weil ich wollte jetzt nicht einfach so komplett blind hier reingehen. Weil ich glaube, das ist ein Spiel, wo es nicht viel Sinn macht, wenn du halt einfach gar nichts weißt. Das macht, glaube ich, auch keinen Spaß zum Zuschauen. Also ich weiß ein bisschen, worum es geht. Bilde ich mir ein. Mal schauen, wie lange diese Fassade aufrechterhalten werden kann. Wir gehen in Center Perks, das einfachste Gefängnis von allen. Das wird wahrscheinlich trotzdem nicht einfach, weil ich das Spiel fast überhaupt nicht gespielt habe und fast überhaupt nicht kenne. Und ich wähle den Charakter, der am meisten aussieht wie ich. Und das ist, wo ist mein Boy? Hier, Rabbit. Der sieht mir am ähnlichsten von allen. Die anderen haben alle eine Glatze oder sonst irgendwas. Das ist nicht so ideal. Deswegen benenne ich ihn um und wir gehen in den Knast. Willkommen im Bau, Ladies and Gentlemen. Okay. Lieber Stefan, willkommen im Center Perks, dem komfortabelsten minimalen Sicherheitsgefängnis des Landes. Im Namen aller Mitarbeiter wünschen wir dir einen schönen, erholsamen Aufenthalt. Sollte es kostenlos habel werden und so langweilig werden, freuen wir uns, dir in unserer Einrichtung viele andere ansprechende Aktivitäten bieten zu können. Direktor Patrick Garrett. Ah ja, Kabelfernsehen in einem Gefängnis und einen erholsamen Aufenthalt. Ich glaube nicht, dass das ist, was ich in meinen Gefängnisbrief schreiben würde, aber okay. So, los geht der Spaß. Im Gefängnis hängt alles von Routinen ab. Halt dich an sie und du wirst keine Schwierigkeiten bekommen. Genau, jetzt ist nämlich zum Beispiel Morgenappell. Das heißt, alle Häftlinge kommen aus den Zellen geschossen und sammeln sich hier. Wo man dann quasi anwesend sein muss, weil es ist ja ein Appell, das heißt, alle müssen anwesend sein. Rühren, Leute. Okay, Sir, ich stehe bequem. Gleich werden die Zellen folgender Idioten durchsucht. Elijah und Rich. Ah ja. Und wenn sie da anscheinend bei der Zelle was finden, habe ich ein Problem. Wenn du während deines Appells namentlich erwähnt wirst, stell sicher, dass dein Schreibtisch keine Schmuggelwaren enthält. Genau, sonst habe ich, glaube ich, ein großes Problem. Jemand hat den Hut des Gefängnisdirektors im Klo runtergespült. Schön, schön. Wer war das? Wer ist dafür? Wer bist du? Krankenstationspersonal. Ah ja, ihr habt alle gute Fortschritte gemacht. Ich bin erst seit einem Tag hier. Ich wurde gerade erst hier eingesperrt. Ich habe die Katze meines Nachbarn unerlaubt angefasst. Deswegen bin ich in einem Lose hier als Gefängnis. Frühstück. Ah ja, es ist echt alles durchgeplant. Das ist sehr toll. Ich bin schon die ganze Zeit überlegen, wie ich gerne ausbrechen könnte. Mir fällt nichts ein, aber ich muss erstmal reinkommen und gucken, wie die Routine ist. Durch körperliche Arbeit nimmt deine Müdigkeit zu. Senke sie, indem du duscht, isst oder halt andere Sachen machst. Kann ich das? Ich würde mir gerne Essen nehmen, Dankeschön. Hinsetzen. Nehmen meinen Boy Bentley. Das stinkt. Hey, der mag mich, glaube ich. Ich glaube, grün ist mögen. Und je weiter die Farbe Richtung Rot geht, desto weniger ist das nicht mögen, ne? Genau, der liebt mich. 94 von 100. Das sind seine Stats, by the way. 94 von 100. Jungs, bitte. Jungs, wer hat verloren? Mein Bro Bentley hat verloren. Das zahle ich dir an. Kann ich den? Jawohl. Bettlaken, Medizin und Talkumpuder. Komm, ich nehme mal alles mit. Was ist sonst noch dabei? Zahnbürstenwaffe. Okay, das nehme ich auch mit. Dankeschön. Und dann einmal, so war das. Genau. Okay, ich habe jetzt ein bisschen was. Nichts davon ist Schmuggelware. Wo ist mein Tisch nochmal? Da ist es Elias Tisch. Da ist mein Tisch. Ich habe jetzt ein bisschen was, aber nichts davon ist Schmuggelware. In der Nacht können sie durch Schlafen speichern. Ah ja, okay. Tag und Puder, das und das. Du kannst in deinem Schreibtisch Gegenstände lagern. Grüne Gegenstände sind legal, rote sind illegal. Das weiß ich schon.
Okay, soll ich die Tische von anderen untersuchen? Ich meine, keine Ahnung. Vielleicht hat jemand was Sinnvolles. Das wollte ich, bin ich oben drauf gestanden. Das wollte ich nicht. Ich durchsuche mal einfach mal. Ich weiß nicht, was genau, was ich machen soll. Ich muss erstmal reinkommen, wie das Gefängnis funktioniert. Und ab da geht's dann weiter. Bis dahin klaue ich mir halt Zeug zusammen. Feuerzeug, Kamm, Zahn, Pasta, Kohle und Klopapierstück sein. Ich weiß nicht genau, was davon ich brauche. Ehrlich gesagt. Ich nehme mal das Klopapier. Keine Ahnung. Ich habe doch einen Job. Wäscheservice. Ich habe doch einen Job. Und ich muss ein Pensum erfüllen. Was? Ich meine, logisch. Sonst könnte ich währenddessen irgendwas anderes machen. Aber ich hab einen Job. Wir bekommen hier Jobs. Okay. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Detektor für Schmuggelware. Stell die Kleidung aus dem Wagen voll schmutziger Wäsche in die Waschmaschine. Saubere Wäsche, schmutzige Wäsche. Okay. Kann ich auch... Okay, das geht. Wenn ich es mit den Zahlen auswähle und dann klicke. Ach so. Das ist... Oh, je. Yeah. Okay, ich verstehe aber, wie es funktioniert. Ich verstehe, wie es funktioniert, glaube ich. Ah, fuck. Das da ist, soweit ich weiß, ein Schmuggelwarendetektor, wenn ich jetzt mit der... Wenn ich jetzt mit der Uniform da durchgehe, funktioniert das nicht. Okay, clever. So einfach ist es dann doch nicht. Das ist zwar ein Low-Sicherheitsgefängnis, aber so einfach ist es doch nicht. Okay, Arbeitspensum erfüllt. Das ist Mist hier, da stimme ich dir zu. Und hier stinkt's. Es ist Hofgang. Was? Das ist doch kein Hof. Trainieren. Im Fitnessraum kannst du deine Geschwindigkeit und Stärke holen. Wechsel zwischen QME und deinem Gerät einmal zu trainieren. Soll ich pumpen gehen oder rennen? Komm. Leute? Leute? Alles klar? Jetzt haut der Wächter zwei Leute um. Was ist denn das für ein Gefängnis? Kommt mal alle runter, ja? Wir haben es doch gut hier. Hat der irgendwas TV-Fernbedienung? Nix, kann ich den hier vielleicht ausnehmen? Der hat Glas. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was genau ich brauche. Ich belasse es einfach mal dabei. Okay, ich gehe pumpen. Q und E? Einfach Q und E, oder was? Abwechselnd Q und E hämmern und dann funktioniert das. Okay. Das ist relativ simpel. Und da war es auch schon vorbei. Es ist Duschen angesagt von mir aus. Die Wachen kommen hier mit rein. Wirklich. Gefällt euch wirklich dann dieser Anblick? Schön. Schön. Hier braucht man keinen Schamgefühl. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Die Wachen sehen alles. Basta hat mir meine Sachen gestohlen. Rolle Luxus-Klopapier. Basta. Okay, das ist vielleicht in seinem Schreibtisch. Wer weiß. Hi. Matthew? Matty? Matty, ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Endlich weiß ich, wer mich ständig... Lenkt die Werte ab, wenn wir da Abendessen ist, damit ich ihn belohnen kann. Okay, das ist, glaube ich, relativ easy. Eine Ablenkung. Keine Ahnung, ich hau jemandem aufs Maul und geh weg. Shelby? Okay, vergiss es. Was habe ich alles? Entferne Rolle Luxusklopapier von Buster. Bitte sagt mir, das kann auch in seinem Schreibtisch sein. Weil ich will jetzt Buster nicht verkloppen müssen. Wo ist Jacobs, Elijah, Sang, Miner, Redford, Buster? Komm, komm, das hier muss... Bitte sag mir, das ist hier drin. Klebeband. Und eine Feile. Ich glaube, das ist ziemlich guter Shit. Wenn's rot ist, ist es gut. Richtig Klopapier. Ist, glaube ich, nicht so... Wobei, das lasse ich mal. Gekochtes Essen. Ich nehme mal mit die Feile und das Klebeband. Weil das ist ziemlich nices Zeug. Das packe ich jetzt in meinen Schreibtisch. Und ich stelle mich jedes Mal auf den Schreibtisch. Ich packe das jetzt in meinen Schreibtisch. Und wenn dann wieder Dings ist, wenn ich dann halt durchsucht werde, muss ich aufpassen, ne? Dass ich die beiden Dinge dann auf jeden Fall nicht in meinem Schreibtisch lasse. Sonst habe ich ein großes Problem. Ein sehr großes Problem. Jungs, bitte! Jetzt gibt's aufs Maul. Nein, jetzt gibt's nicht aufs Maul. Du liegst. Das ist, was passiert. Bentleys Rolle. Ah! Nein, wie praktisch. Die Wachen haben gerade den verkloppt, den ich brauche. Bentleys Rolle Luxusklopapier. Nice! $23. Ich habe mir einen Gefallen getan. Kannst du weitergehen? Ich will das andere Ding noch haben, was da lag. Der hat nämlich noch was an. Dankeschön. Den Keks nehme ich auch mit. Aus sehr eigennützigen Gründen. Fuck off. Es ist nur ein Keks, okay? Es ist nur... Du verfolgst mich gerade wegen einem fucking Cookie. Lass dir das mal durch den... Ich esse das Ding jetzt gerade. Lass dir das mal durch... Dankeschön. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Okay. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Es ist Mittagessen. Okay, der Spaß geht weiter. Ich weiß immer nicht, also ich weiß, es gibt sehr verschiedene Wege auszubrechen. Aber ich weiß nicht, welche es hier gibt. Und ja, ich glaube, ich verdiene erstmal ein bisschen Geld. Ich mache erstmal den Daily Grind, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann gucken wir mal. Und dann beim Abendessen brauchen wir eine Ablenkung. Das war ja auch noch ein Ding. Was ist du für mich? Ich weiß nicht, was ich so richtig mache. Der Matthew...
Darf die erste Abreibung kassieren. Ah, vielleicht. Sowas lasse ich mal offen. Ich habe vor jemandem eine Lektion zu erteilen, wenn wieder Frühstück ist. Lenk die Wärter ab, damit ich es durchziehen kann. Das ist, glaub, nice. Okay. Weil ich glaube, Ablenken der Wärter besteht einfach nur daraus, jemanden aufs Maul zu hauen. Weil dann verfolgen sie mich. So. Das heißt, es müsste es, also rein theoretisch ist es so easy. Liebe Leute, ich habe gehört, wir brauchen Krawall beim Abendessen. Also Rich, es tut mir unfassbar leid, aber das muss sein. Au, 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 nicht schlagen, Officer, nicht schlagen. Ich hab's nicht so gewollt. Das war aber notwendig, okay? Sehr, sehr viel Geld. Kommen die mir immer noch hinterher? Nein. Das ist 50% Alarmierung, holy fuck. Ist es wieder der übliche Verdächtige? Es ist wieder Bentley. Natürlich ist es wieder Bentley. Ein Magazin. Nice. Und dann liegt da noch irgendwo Elia, ich glaube, weil Elia habe ich gerade durchsucht, aber hier steht Bentley, habe ich das Spiel kaputt gemacht? Eventuell habe ich das Spiel kaputt gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Werte hier sind ein Witz. Ja, ich weiß, die schlagen mich ständig. Ohne irgendeinen Grund. Okay, ich weiß jetzt eine Sache und zwar ergibt, soweit ich weiß, ein Magazin plus einmal Klebeband ergibt ein Poster. Und das sieht zwar absolut simpel aus und nicht wirklich wichtig. Ich meine, jemand will ein Poster, aber ein Magazin zu finden ist, glaube ich, relativ schwer, also mache ich das nicht. Wobei, 22 sind 22 Dollar. Aber, soweit ich weiß, ich habe das jetzt halt doch ein bisschen nachgeguckt, weil ich will halt auch ein bisschen Progress machen. Aber soweit ich weiß, kann ich mit einem Poster ein Loch in der Wand verdecken. Beziehungsweise verdecken, dass ich überhaupt daran grabe. So. Das ist ein Ding, soweit ich weiß. Das heißt, im Idealfall, also der Anfang steht, ich muss durch diese Wand und dann hier durch. Entweder noch durch die andere Wand durch oder ein Schlüssel. Es geht beides, glaube ich. So, wenn ich durch diese Wand durch bin, ich jetzt nochmal hier hoch und schaue das nochmal aus. Hi, wach. Dann kann ich hier durch, dann muss ich hier durch den Zaun irgendwie oder ich brauche einen Schlüssel. Entweder ich hier durch den Zaun durch oder ich hole mir einen Schlüssel. Dann muss ich hier hoch und dann ist hier nochmal ein Zaun. Das heißt, ich muss durch zwei Zäune und maximal zwei Wände durch. Inmates must be inside by 22. Ich weiß, ich bin drin. So. Das ist rein theoretisch möglich. Ich weiß nicht, wie ich das mit der Wand machen soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie sich nun in den Speisesaal begeben würden, es findet das Frühstück statt und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass wir eine klitzekleine Menge an Krawall brauchen, wenn Frühstück ist. Außerdem weiß ich, hier kriege ich Besteck her. Und das sieht jetzt relativ harmlos aus, aber ich glaube, damit kann man an der Wand kratzen, ich bin mir nicht sicher. So, wir brauchen Prügel. Nein, ich will dir aufs Maul hauen, sorry. Ah, au, 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 ich bin sogar wie tot. Ich bin so gut. Ich wollte es nicht. Ich werde dafür gut bezahlt. Okay, ich habe 44%. 43% Alarmierung. Nicht gut. Geh weiter. Ja. Ich arbeite dran. So, alles wäre gut. Alles wäre gut. Ich gehe zurück zum Frühstück. Alles gut. Und es hauen sich schon wieder Leute aufs Maul. Das ist unglaublich. Wachen, wollt ihr nicht einschreiten? Aaron, nein. Keiner will ein... Doch. Und es ist wieder Bentley. Es ist immer Bentley. Ist das... Warum kriegt immer nur Bentley aufs Maul? Der Klebeband. Ja, tut mir sehr leid, aber die Rolle Klopapier kannst du behalten. Ich nehme ganz gern doch dann das Klebeband mit. Nice! Noch mehr Klebeband. Ich glaube, Klebeband ist gar nicht mal so unnötig. Mit Klebeband kann man einiges mitmachen. Was ist das da eigentlich? Häftlingsbeute. Wenn ich durch die Wand komme, kann ich mir das Ding holen. Okay, das Klebeband da rein. Wenn ich jetzt rein theoretisch durchsucht werde, muss ich drei Sachen in meinem Inventar lagern. Eine Pfeile und zwei Klebebands. Manchmal ist Feuerzeug in die Büroklammer raus. Jetzt habe ich nicht genug Platz dafür, muss dann wieder irgendwas organisieren. Oh mein Gott, das ist nice. Der Typ kann mir eine Wärteruniform verkaufen, wenn ich will. Das ist potenziell sehr, sehr nice. Aber die kann ich jetzt nicht kaufen, weil gleich ist mein Job. Schaffe ich es rechtzeitig zu meinem Schreibtisch. Okay. Ich habe so viel Schmuggelware bei mir. Beziehungsweise nicht so viel, aber eine Werteuniform da. Ist es wieder Bentley? Okay, ich kann leider nicht hierbleiben. Ich muss ganz kurz zu meinem Desk und da die Werteuniform unterbringen. Das muss jetzt sein, weil ich kann sonst nicht zu meinem Job gehen, weil da muss ich durch den Detektor. Und das ist nicht gut. Weil ich will es nicht kaputt machen, okay? Ich habe bis jetzt noch nicht verloren. Mal schauen, wie ich das halten kann. Okay, nur mal rein hypothetisch. Ich habe ein Bettlaken. Das ist ein Gefängnisding, richtig? Das geht tatsächlich. Das geht tatsächlich. Yay, kann ich jetzt an der Wand graben, ohne erwischt zu werden?
trägt ab. Okay. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert. 96%. Okay. Ich versuch's einfach mal. Keine Ahnung. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe ja in der Nacht zuvor gespeichert. Also ist ja eigentlich alles gut. Ich muss nur aufpassen, dass das keiner sieht. Sonst bin ich maximal erledigt. Die Gabel ist kaputt. Toll. Scheiße. Warte mal, kann ich das Poster jetzt schon davor hängen? Nee, weil die Mauer noch nicht komplett kaputt ist. Okay, Sekunde. Ich steck das Poster wieder da rein. Ich brauche eine neue Gabel. Meine Gabel ist kaputt. Gefängnisprobleme. Ladies and Gentlemen, wir sind bei 40% Mauer, bitte. Was? Das geht überraschend schnell. Also dafür, dass es nur eine Gabel ist, eine Plastikgabel wahrscheinlich noch dazu, weil wir im Gefängnis sind, geht das relativ schnell. Gleiches Dings, ne? Gleiches, hier. Genau. Es ist Arm dabei. Gib mir nur einen Moment. Ich mach das da rein und dann alles hier rein. So, ich gehe schon zum Appell-Officer. Alles gut. Okay, bitte nicht mich durchsuchen. Bitte nicht mich durchsuchen. Redford. Ah, warum nur aufs Maul-Version? Das ist so. Abendessen. Okay, das ist nice. Und eine TV-Familie. Die kann ich auch relativ easy besorgen, glaube ich. So, hi, bitte nicht mich. Ich bin vielleicht gerade zufällig dabei, eine Wand kaputt zu machen. Jacob und Bentley. Easy. Okay, es ist Nachtruhe. Ich weiß jetzt ungefähr, wie das funktioniert. Und, ja. Ich speichere. Und ich glaube, wenn ich jetzt, denn jetzt nichts passiert, alles gut. Ich mache hier Schluss. Weil ich weiß jetzt, ich habe einen Plan ungefähr. Ich weiß noch nicht, wie ich durch den Zaun komme, aber die Mauer ist schon mal kein Problem. Wenn das mit Plastikgabeln funktioniert, dauert das zwar ewig, aber es geht. Okay, das Spiel ist awesome. Also ich weiß nicht, warum ich das nicht früher gespielt habe. Wie gesagt, ich dachte nicht wirklich, dass das wirklich viel Inhalt hat. Aber das ist cool. Allein schon, wie man das managen kann, dass man vielleicht mal nicht irgendwo ist, wo man sein sollte, stattdessen lieber einen Tunnel gräbt. Das hat so ein bisschen was wie ein Prison Break. Ich finde das cool. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr die Erlaubnis, dem Like-Button aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Nur mal kurz zur Info, ich habe das Video und das Video zuvor beides am gleichen Tag aufgenommen und bei beidem habe ich das Auto verkackt. Da gibt's doch einen Zusammenhang.